drücken dir echt die Daumen. Jetzt kommt mein Tee. Die Sonne geht auf. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Wen haben wir denn da? Hi, ich bin Maite, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Schmalensee, das ist in der Nähe von Bad Segeberg. Oh! Wo es diese vielen Fledermäuse gibt, oder? Genau, ja. Da habe ich dich auch schon gesehen, Peter. Wirklich? Ja, ich war schon auf ein paar Konzerten von dir. Oh! Oh. Halt, 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 halt! Yes! Halt, halt, halt! Bleib cool, bleib cool! Jan. Peter, bleib cool. Ich bin aufgeregt. Ich auch. Bleib cool, nicht sofort durchdrehen. Ja, ja, gut. Mein Gott. Er kann sich jetzt eigentlich auch zurücklehnen, der Peter, oder? Ja, doch, ich glaube. Okay, obwohl ich das Gefühl habe, dass es kein gutes Zeichen ist, wenn du sagst, ich war schon auf vielen Konzerten von Peter, möchte ich dir trotzdem sagen, dass das, was du da gemacht hast, genau mein Jam ist. Ne? Ich bin ein relativ großer Beatles-Fan. Bin aber auch gleichzeitig ein sehr großer Dolly Parton-Fan und bin aber auch ein großer Miley Cyrus-Fan. Um jetzt einfach mal drei gigantisch große Namen zu nennen, die du für mich vereint hast. Deswegen freue mich darauf, ganz, ganz viel von dir bei The Voice of Germany zu hören. Ja. Also unglaublich halt, weil das ist so ein Naturtalent irgendwie so. Und ich glaube, Marc hat das auch ziemlich. Ich war ein bisschen genervt, dass er zuerst ging, weil ich hätte genauso das Gleiche gesagt. Also Miley Cyrus, diese Freshness, Dolly Parton, diese Timbre. Ich glaube, du kommst sehr weit hier. Du brauchst da vor allem der richtige Coach. In Gewinnen hat nur eine Erfahrung. Und ich glaube, wenn du gewinnen willst, bin ich der Richtige. Aber oh, oh, oh. Oha. Jetzt geht's los. Ich habe sehr viel Respekt für dir, Mr. Maffei, aber okay, aber gib mir eine kleine Chance. Bitte, mach. Ja, mich interessiert Dolly Parton nicht. Mich interessieren auch keine anderen Namen. Mich interessierst du. Und ich würde gerne von dir ein Autogramm bekommen. Oh. Oh, und
Und darf ich mir etwas ausbitten? Schreib einfach drauf, ich komme in dein Team. Du Charmeur, ey. Ich meinte wirklich, also normalerweise habe ich auch sehr viel Respekt vor Peter. Aber lass dich nicht von seinem Charme einwickeln. Das kann er verdammt gut. Das kann er wirklich gut. Aber zum anderen, mir ist das ziemlich nahe gegangen, dass du eine unglaubliche Wärme in deiner Stimme hattest und gleichzeitig auch dieses Talent hast, dich selber am Instrument zu begleiten und damit den Song wirklich so dastehen zu lassen, wo eigentlich fast alle Musiker sagen, wow, eine Beatles-Nummer, ist man immer ne, so ein bisschen vorsichtig, das ist mutig. Aber ich fand das bei dir einfach das Natürlichste der Welt, als hätte es genau so sein sollen. Und das ist unglaublich schön. Ich würde mich so freuen, wenn ich dich in meinem Team haben dürfte. Dankeschön. Danke. Weißt du irgendwas, ist da irgendwas, wo du sagst, halt, ich bin hier gekommen, um das zu erleben? Also das hier ist schon mal mega. Ja, das ist mega. Aber tatsächlich bin ich so ein bisschen, ich singe zu Hause halt so viel Country, German, Folkmusik. Und ich wollte eigentlich so ein bisschen mal in die Rockschiene rein. Well, hello. Die Rockschiene. No problem. Ah, ich kenne ja. Bitte. Also, so die Alternative Rockschiene. Also ich kann es nur noch mal sagen, du bist toll und ich will einfach auch eine starke Frau in meinem Team haben. Ich habe jetzt die Nase voll davon. Wirklich, du bist so toll. Bitte komm in mein Team. Guck mal, so viele Männer hier. Du musst mir helfen. Ne? Ich bin hier so alleine. Oh shit. Boah, jetzt machen sie es aber schwer. Ja. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich weiß, was gleich passiert. Ah, nein. Ich hab auch ein kleines bisschen Angst davor. Nein, aber mag das nicht. Okay, weißt du was? Du warst unglaublich. Wir lassen dich jetzt entscheiden. Ich war schon ziemlich sicher, aber ihr seid schon gut. Ihr macht es gut. Und nicht das erste Mal. Bei mir schon. Das stimmt. Malte. Ich gehe zu... Ich gehe zu Peter. Oh,